Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem niedlichen Let's Play Two Point Hospital Folge 14. Ja Leute, wir haben das letzte Mal eine Forschungsstation gebaut und können damit in die Matrix gucken sogar. Und ansonsten haben wir viel geschafft in der Universität. Wir bilden aus und wir müssen aber noch viel machen. Achso genau, der forscht jetzt hier die Farbtherapie. Die haben wir jetzt schon zu 90% erreicht und anschließend müssen wir noch einmal einen Patienten mit Farbtherapie heilen. Ich muss mal gleich gucken, wo das denn gemacht werden muss. Ich habe noch keine Ahnung. Und wir haben wieder jede Menge Post. Weiterbildung machen wir jetzt noch nicht. Entleuchtung brauchen wir. Oh Gott. Entleuchtung. Patient bitte warten. Neue Krankheit. Dreckiges Mundwerk entdeckt. Kennen wir das schon? Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dreckiges Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Okay, ich kenne Leute, die haben nicht die Krankheit und da passiert das aber genauso. Merkwürdig. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hierher schicken. Apotheke, okay. Ja, Apotheke ist nicht besetzt, sehe ich gerade. Dann stellen wir doch nochmal einen Krankenpfleger ein. Einstellen. So. Und, nee, bevor ich jetzt hier weitermache, machen wir eine Entleuchtungsstation. Zimmer. Da ist sie. Die muss wie groß sein? Okay, würde reichen. Was haben wir dann hier an Platz? 1, 2, 3, 4. Ja, eigentlich muss die Entleuchtungsstation nicht so groß. Ich lasse das mal so. So, ein Fensterchen. Den Entleuchter muss hier, glaube ich, so, ne? Genau. So, Konsole. Die. Na? Passt die noch? Ja, und das Fenster. Eine Mülltonne. Na? Oh, die passt schon nicht mehr. Ja, es ist ziemlich eng hier, aber der Feuerlöscher, oder? Auch nicht. Meine Güte. Das ist aber jetzt hier wirklich sehr eng. Desinfizierer hat auch keinen Platz mehr. Baue ich das jetzt doch ein mehr? Ja, ich glaube, ich mach's mal. Weil das ist mir doch alles dann zu eng. So, dann kommst du doch noch mal ein bisschen hier schräg hin. So, dann mache ich den Feuerlöscher einmal in die Ecke, genau. So, Desinfizierer, ja. Gefällt mir besser. Pflanze hätten wir wahrscheinlich auch nicht mehr hinbekommen, nämlich. So, jetzt können die ja, die können wenigstens an die Wand, ohne dass das stört. Es müsste hier eigentlich so ein Template geben, dass man wirklich die Dinger irgendwie als Gruppe zusammenschließen kann und nicht immer jeden einzeln hier platzieren muss, weil das ist ja leider doch dann immer so ein bisschen das Gleiche und das wäre dann schöner, wenn man sich das so ein bisschen ersparen kann. So, Heizung. Heizung kommt unters Fenster. So, Prestige 3. Haben wir uns noch irgendetwas? Kaffeemaschine, ja, ja. Na egal, wir lassen es erstmal so. So. Und wir brauchen hier einen Arzt, ne? Richtig? Arzt benötigt, genau. So, der benutzt so viel Basilikum, aber er ist nicht unhygienisch. Das ist die Hauptsache. So, und damit die Leutchen hier natürlich wieder nicht stehen müssen. Nochmal ein paar Bänke und den hatten wir schon, ne? Zeitschriftenstelle? Ja, den hatten wir schon.
Aber wir können hier noch mal ein bisschen... passt das nicht hin? Doch, hier. So. So, jetzt wollen wir mal über meine ersten und liebsten Erinnerungen an Zeichentrickserien. Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht. Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Sehr schön. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung. Es sei denn, wir starten, ja, können wir gleich mal gucken. Warte mal kurz. Ich würde natürlich jetzt gucken, wie heile ich jetzt einen mit Farbtherapie? Heile Patienten, indem du eine Diagnose stellen lässt und das entsprechende Behandlungszimmer bereitstellst. Und was ist das entsprechende Behandlungszimmer? Haben wir jetzt hier irgendwie was mit Farb? Da, alles klar. Heilt Patienten mit grauer Anatomie. Bringt wieder Farbe ins Leben. Okay, das kann ja nie schaden. So, was muss der haben? 4x3, das reicht hier nicht, oder? Doch. Das reicht. So. Tür, so, wo musst du? Dreh ich mal. Das sieht aber auch... oh, nicht schlecht aus. Dahin. Mülltonne. Feuerlöscher. Du bist aber auch hier so halb in der Wand, ne? Flensken. Warte mal. Nee. Oh, oh, oh. Nee. Was wird jetzt hier verkauft? Der Feuerlöscher oder was? Wieso passt der jetzt hier nicht? Ach komm. Hier passt er. Gut. So, wir hatten Beleuchtung. Clownerie, Pixiolose. Ein Gemälde. Anschlagbrett. So, ein schönes Foto. Und natürlich wieder Heizkörper. Achso, da wollte ich sowieso gleich nochmal gucken, ob das auch wirklich alles warm hier ist. Oder ob es noch Stellen gibt, wo vielleicht das doch noch zu kalt ist. Schauen wir gleich mal. So, wir haben Prestige 3. Können wir noch irgendwas? Ich weiß nicht was. Ich würde mal den Rosenstrauch freischalten. Wir gucken mal, ob das... warte mal, dann würde ich mal einmal das Pflänzchen hier weg und mal einen Rosenstrauch. Okay. Nee, stopp. So. Nee, dich will ich nicht. Ich will dich. So, so sieht's gut aus. Gut. Und wir brauchen natürlich einen Krankenpfleger. Okay. So, dann schauen wir mal. Hier noch, kann noch eine Bank davor. Okay. So, auf jeden Fall sind wir hier jetzt voll. Wir müssten gleich anbauen. Wir gucken mal, ob wir das... ja, im Prinzip ist ja egal, ob rechts oder links. Das ist egal. Oder macht es hier nochmal einen Unterschied? 30.000? Nein, macht keinen Unterschied. Und wir brauchen auf jeden Fall gleich nochmal mehr Arztpraxen, weil die Warteschlangen sind hier schon sehr groß. Ich wollte gucken wegen den Temperaturen. Nö, das sieht alles gut aus. Das sieht alles ziemlich gut aus. Okay, passt. Beförderung kriegst du
Du natürlich auch. Forschung abgeschlossen. Achso, wir wollten ja nochmal gucken gleich wegen neuen Sachen, die wir vielleicht erforschen können. Weiterbildung, nicht jetzt. Und noch eine Beförderung. Okay. Wir gucken mal, was wir hier. So, Farbtherapie. Ach, okay, wir können die dann nochmal noch weiter erforschen und dann halt, damit wir die entsprechenden Maschinen auch noch upgraden können. Gut, aber ich würde mal hier gucken, hat er hier irgendwie, ne, Aufgabe haben wir nicht. Flüssigkeitsanalyse. Spritzenhaus. Spritzenhaus hört sich nicht schlecht an. Radiologie aber auch nicht. Was machen wir jetzt? Weiterbildung, Forschung. Untersuche neue Forschungsmethoden. Forschung 2. Wäre auch nicht schlecht. Ah. Da kann ich mich schon wieder nicht entscheiden. Okay, wir machen mal hier. So. Okay. So, wie sieht es denn hier aus bei der Farbtherapie? Sind da schon Leute? Hier wird wieder fleißig entleuchtet. Gut. So, wo ist denn unser Patient mit der Farbtherapie? Das hört sich lustig an. Okay, keine Ahnung, müssen wir noch beobachten. Auf jeden Fall geht es jetzt hier voran. Du wartest auf Entleuchtung. Godfrey Rowe Pflegeschüler. Ich weiß ja nicht, wie es ihm geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle mag ich auch nicht. 90 Tage ohne einen Todesfall. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal mehr Chancen als die letzten Male. Ich glaube, bisher ist uns in der Universität einer gestorben. Von da, wir gucken mal, ob wir es vielleicht mal diesmal bekommen. So, eine unserer Diagnosen. Petro Hell hat alle unsere Diagnose abgeklappert. Patient warten und eine Beförderung. So, uns fehlt nämlich, glaube ich, stopp, für Diagnose fehlt uns noch, hatten wir eigentlich schon Psychiatrie? Nee, uns fehlt noch Psychiatrie und Kardiologie. Ja, ich glaube, das war's an die Diagnose, oder? Allgemeine Diagnose haben wir. Das ist alles Behandlung. Ja. Ja, das heißt, wir müssen gleich einmal Psychiatrie und Kardiologie bauen. Und dafür müssen wir natürlich anbauen. Okay, ja, wir nehmen mal hier das Teil. Was macht eigentlich die Einnahmen? Sind wir dabei? Kaufen. Sehr schön. Vor allen Dingen ist es gleich fertig. Wir müssen nicht warten, bis es gebaut ist. So. Psychiatrie. Wobei, warte mal. Wir müssen ja dann auch erstmal Leute ausbilden zum Psychologen. Fällt mir mal gerade ein, ne? Ärzte? Ja, wir haben ja gar keine Psychologen. Eieieiei. So, bist du hier noch in Weiterbildung? Moment, ich möchte mal. Warte. Nee, ist keiner. So, dann machen wir mal Psychiatrie. Wir nehmen natürlich wieder einen extern. Gut, intern haben wir sowieso nicht. Ich würde dich und dich einmal Kurs starten. Gut. Gut, dann machen wir erstmal die Kardiologie. Ich glaube, dafür brauchten wir jetzt keinen Arzt mit spezieller Ausbildung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warte mal. Stopp. Nochmal, was? Wie groß muss die sein? 3x3. Also die Ecken sind natürlich hier auch nicht so, dass wir zwei Zimmer hinbekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, bauen wir die schon entsprechend größer? Ja, machen wir.
Und dann kannst du auch gleich zwei Fenster bekommen. Waage. So, hier natürlich auch ganz wichtig, ein Trinkbrunnen. Wenn die hier laufen, die sollen ja auch nicht verdursten. Feuerlöscher. Wir können auch gleich nochmal gucken, ob wir hier schon Maschinen upgraden können. So, hatte ich schon Waage? Waage hatte ich. Aktenschrank. So, was kann hier noch rein? Wir machen mal den Rosenstrauch. Ja. Und ein anderes Pflänzchen. Warte mal. Ach, nee. Okay. Gucken wir gleich. Assistent brauchen wir noch. Da haben wir bisher auch nur einen eingestellt. Ist ja auch ein bisschen wenig, ne? Mittlerweile für so ein großes Krankenhaus. Anschlagebrett. Ja, komm hier in die Ecke. Egal. Nee. Wobei, warte mal, nee, das gefällt mir natürlich nicht. Kann ich ja nicht vors Fenster hier machen. Das geht natürlich nicht. Okay, dafür haben wir keinen Platz mehr. Ja. Okay, aber hier werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber eine Uhr zumindest. Oder? Ja. Und ja, wobei eigentlich müsste der doch vom Laufen genug warm werden, aber egal. Und das Fenster. So, wir haben auch Prestige 4. Okay, sehr schön. Und wir brauchen einen Krankenpfleger. So. Und wir brauchen noch einen Assistenten. Oh, der ist natürlich sehr gut. Den nehmen wir. Und wir brauchen auf jeden Fall auch noch Arztpraxen. Oh Gott, oh Gott. Da kommt man gar nicht hinterher. So, habe ich hier denn noch drei Platz? 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Okay. Wobei natürlich die Frage ist, wenn ich jetzt hier eine Tür baue, dann können wir hier nicht direkt anbauen. Egal. Ich würde die trotzdem so nebeneinander machen. So, Bürotisch. Ein Lämpchen, eine Waage. Feuerlöscher brauchen wir wieder nicht. Kaffeemaschine kriegt der feine Herr Arzt natürlich. Und dann soll er auch ein bisschen mit seinen Trophäen angeben. Ah, passt hier noch eine? Nee. So, Teppich. Alles fürs Auge. So. So. Weiterbildung abgeschlossen, Psychiatrie. Sehr schön, dann können wir auch gleich eine Psychiatrie bauen. Er reicht nicht mehr. Taldruck vielleicht? Nee, die sind alle zu groß. Aber eine Uhr. Komm. Und, ich glaube, uns ist gerade jemand verstorben. Nee, warte. Du bist ungültig? Ach, wegen dem Teppich oder wie? Ach, Mist. Ja gut, dann geht's ohne. So. Einstellen. Arzt. Oh. Jetzt haben wir ja sogar mal welche, die ziemlich gut sind. Ach nee, das sind Assistenten. Ich habe mich schon gerade gewundert. So. Arzt. So, haben wir hier einen Geist? Nö.
Sieht nicht danach aus. Also entweder kommen hier jetzt nicht so viele Geister oder unser Hausmeister ist sehr effektiv. Aber auf jeden Fall haben wir es mal wieder nicht geschafft, 90 Tage ohne Todesfälle zu schaffen. So, wie ist denn überhaupt hier Farbtherapie? Heile einen Patienten mit Farbtherapie. Aber ich habe ja gar keinen. Ich habe gar keinen. Was hast du? Ach so, der macht hier gerade die Toiletten wieder ganz. Okay. Oh. Hier fehlen natürlich noch Bänke. Was hast du? Zu kalt. Oh, oh. Warte, stopp. Ja, wir brauchen natürlich auch Heizung auf dem Flur. Entschuldigt, Leute, entschuldigt. So. Und dann machen wir hier eine. Ja, das sieht besser aus. Hier kann auch noch eine hin. Und ihr braucht natürlich auch Bänke. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, erstmal eine. So, und weiter geht's. Beförderung. Bitteschön. Notfallapotheke. Patienten mit schlechtem Bauchgefühl. Ja, machen wir. Befördern. 90 Tage ohne Todesfall machen wir doch gerade. Kriegen wir sowieso nicht hin, aber egal. Okay. Ich hoffe, dass jetzt mal unsere Warteschlangen ein bisschen runtergehen. Scheint so. Und es kommt ein Hubschrauber. Da kommen unsere Patienten. Mit schlechtem Bauchgefühl. Und ich sehe gerade, in der Apotheke ist keiner. Das ist nicht gut. Krankenpfleger. Einstellen. So, und wir müssen natürlich auch wieder weiter fortbilden. Ich muss mal gerade gucken, wo war denn unser... Genau. Da wird man mich auch schon wieder nicht fortgebildet. Ja, jetzt müssen wir gucken. Apotheke ist wichtig. Bräuchten wir Kundenbetreuung nicht so allgemein. Stationsverwaltung wäre sehr wichtig und Apothekenverwaltung. Ich mache mal eben Stationsverwaltung erstmal. So, verfügbare Teilnehmer. Da kommst du und du und wir nehmen mal drei. Okay. So, was fehlt hier? Hier fehlt der Arzt, der Forschungsarzt. Aber das ist im Moment nicht ganz so entscheidend. So, ich frage mich immer noch, wo ist unser Farbtherapie-Patient? Bist du das? Ah, hier. Ein bisschen grau, der Typ, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Bitte nehmen Sie Platz. Ah, jetzt wird er wahrscheinlich... Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Kriegst mal wieder ein bisschen Farbe, Junge. Zu lange aus der Sonne gewesen, hm? Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. So, dann haben wir das mal mich auch gleich geschafft. Hoffe ich doch. Ja, er ist geheilt. Sehr schön. So, wir haben unseren ersten unser ersten Stern bekommen. Wir können Enzyklopädie, Bücherregal und Deluxe und Leuchter 3. Okay. Wir können auch gleich mal gucken. Du reparierst hier gerade, ne? Dann lass uns doch gleich mal upgraden.
Wenn du sowieso dabei bist, kannst du auch gleich upgraden. Was können wir noch upgraden? Das geht im Moment nicht. Kann das? Nee. So, und hier könnte auch noch mal eine Bank hin, glaube ich. Würde nicht schaden. Na? Ah, passt nicht, ne? Ah, okay. Na gut, wir haben ja hier auch Bänke. Von da ist das, glaube ich, nicht ganz so entscheidend. Wir haben neue Aufgaben. Bilde 10 Mitarbeiter weiter, da sind wir schon dabei. Erhalte 2000 Forschungspunkte und heile 50 Patienten. Okay, Mitarbeiter weiterbilden und Patienten heilen, das machen wir ja sowieso. Wie ich Forschungspunkte bekomme, weiß ich noch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich durch Forschen, aber wie viel wir da genau forschen müssen, das werden wir hier noch sehen. Gut. Achso, genau hier. Geheilt, einer. So, wir haben noch 40 Tage. Ich weiß gar nicht, wie viel müssten wir da heilen. Hier haben wir noch einen. Hier haben wir noch einen. Oh, wir haben hier unseren Clown. Das heißt, eine Clownerie müssen wir auch bauen. Also hier haben wir sehr, 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 sehr viel zu tun. Und ich sehe gerade Kardiologie. Du bist der Nächste. Bitte nicht abnibbeln. Na, nun geh doch rein. Gesundheit kritisch. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Und ab aufs Laufband. Ah. Ich glaube, das hat er gerade so eben noch geschafft. So, ich glaube, die Rosensträucher brauchen viel Wasser. Was machen wir an Geld? Ja, wir machen gut Geld. Ich stelle nochmal einen Hausmeister ein. Ein Allround-Talent hier. Bitte einmal gießen. Nicht jetzt. Befördern machen wir. Gerne. Nicht jetzt. Befördern. Oder einige, die befördert werden wollen. Besuch von Holistics. August Lavender, Geschäftsführer unseres Konkurrenten Holistics, wird das Krankenhaus demnächst besuchen. Was will der hier? Konkurrenz? Der soll bei sich zu Hause bleiben. Scheinbar hat er vor, unsere Patienten vor unserer Pseudopendizin zu warnen. Er ist an sich harmlos, doch wir sollen darauf achten, dass er nicht zur Belästigung wird. Okay. Ja, das hat uns ja noch gefehlt hier, so ein Konkurrent, der vielleicht hier noch schlechte Stimmung macht. Das wollen wir natürlich nicht, aber gut geht. Müssen wir gucken. Ah, ist das jetzt schon voll hier? Wir bräuchten auch noch Automaten. Da würde ich wahrscheinlich nochmal eben hier welche bauen. Und ich glaube, das sieht jetzt aus, als wenn wir doch einige Todesfälle bekommen. Nicht jetzt. Heile 20 Patienten, das machen wir. Und da ist unser Konkurrent. Na, Daumen hoch. So soll es sein. Du kannst auch gerne ganz schnell wieder verschwinden. Okay, Leute. Wir haben ganz viel geschafft. Wir müssen noch ganz viel schaffen. Und im Moment sieht es auch danach aus, dass... Na, du gehst mal hier auf Warteschlange 1 und du auch auf Warteschlange 1. Bevor ihr uns wieder hier alle abschnippt. Oh, 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 oh. Ah, es geht schon wieder los mit den ganzen Todesfällen. So, wir müssen mal eben gucken, wo ist unser... So, da ist einer, da ist einer. Bist du das? Nee, du bist das, ne? Genau.
Nee. Hä? Ach, du bist das. Alles klar. So, einmal bitte hier den Geist jagen. Bitte hier. Okay. So, also nochmal. Wir müssen immer noch ganz viel schaffen. Ich bin ein bisschen überfordert. Wir müssen auf jeden Fall noch eine Clownerie bauen. Wir müssen noch... Psychiatrie haben wir auch noch nicht, ne? Ne, Psychiatrie müssen wir noch bauen. Zirkustherapie. Ja, also wir haben noch ganz viel vor uns. Aber es wird. Und wir müssen noch mehr Arztzimmer bauen, weil die Warteschlangen hier, die sind viel zu hoch. Gut, gut. Ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Vergesst den Daumen nicht. Vergesst Feedback nicht. Hat wieder Spaß gemacht und wir sehen uns das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen guten Tag. Tschüss.